Ziel erfasst. Entfernung, Höhenkorrektur, Strich 2, Seitenwindkorrektur, erster Strich rechts. Höhe perfekt, leichte Seitenabweichung. Wieder Linie 2, diesmal zweiten Strich von rechts. Treffer, schieß nochmal. Perfekt. Zwei saubere Treffer. Okay, ihr habt eben schon gesehen im Einsatz hier das GPO Spectra mit sechsfachem Zoom, 4,5 bis 27x50i. Ist, wie man an den ausladenden Türmen sieht, für einen sportlichen Bereich konzipiert. Speziell was für Longrange-Schützen. Innen drin ist ein Tannenbaum- oder Christbaumabsehen auf M-Rad-Basis. Harmoniert also mit der Klickverstellung, die auch auf M-Rad basiert. 0,1 M-Rad pro Klick, heißt 1 cm auf 100 Meter. Das Absehen ist ein sogenanntes PLRI-Absehen. I steht für beleuchtet. Und das gleiche Absehen haben wir auch noch in einem Spotter. Den stellt euch der Ralf gleich kurz vor. Noch zu den Eckdaten von dem Spectra 4,5 bis 27x50i. Wir haben einen Parallaxausgleich bis unendlich. Der beginnt aber schon im sehr nahen Bereich von 25 Metern. Das macht das Glas auch tauglich für kürzere Distanzen oder auch für KK Long Range, eine Disziplin, die im Kommen ist. Und das Ganze kostet euch 1399 Euro UVP. Wir haben dann hier unseren neuen GPO Spotter in Sand, ein 15 bis 45 x 60. Interessant in Kombination mit dem von Andreas gerade vorgestellten 4,5 bis 27 x 50. Auch hier ist das sogenannte PLR-Absehen in der ersten Bildebene drin. Das heißt, ich als Spotter kann genau den Haltepunkt vorgeben, den er im Zielfernrohr anhält. ED-Glas, Magnesiumgehäuse, wir haben drei Rails für den Anbau von entsprechendem Zubehör. Im Standard ausgeliefert ein Aluminium-Wabenfilter, den man einschrauben kann und ergonomisch sehr durchdacht. An dieser Verstellung habe ich den entsprechenden Zoom, hier die Schärfe und hier stelle ich auf das Absehen scharf. Unschlagbarer Preis, das Gerät kostet den Endkunden 999 Euro.